Herr Präsident, meine Damen und Herren! Kaum ein anderes Thema steht momentan derart im Fokus öffentlicher Debatten wie die Asyl- und Migrationspolitik. Geht es nach Bundes- und Landesregierung, ist die Marschrichtung klar. Mehr Zuwanderung für Deutschland, mehr Leistungen für Asylmigranten, mehr Rechte und Möglichkeiten zur dauerhaften Niederlassung. Das sogenannte Chancenaufenthaltsrecht, das Landesprojekt Wege ins Bleiberecht, die Reform zur Vereinfachung und Beschleunigung der Einbürgerung und das vermeintliche Fachkräftezuwanderungsgesetz, all das sind nur einige Beispiele einer nach wie vor grenzenlosen Zuwanderungsagenda. Rheinland-Pfalz hat 2015 mehr als 155.000 Menschen aufgenommen, darunter 44.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge und 111.000 Asylzuwanderer, vorwiegend aus Nahost und Afrika, zuletzt mit deutlich steigender Tendenz. Kontingentflüchtlinge und Familiennachzügler sind hier noch nicht einmal eingerechnet. Für die zur Unterbringung verpflichteten Kommunen war und ist das eine gewaltige Herausforderung. Denn die Mehrheit dieser Menschen braucht selbst nach vielen Aufenthaltsjahren immer noch umfangreiche Betreuung sowie materielle Unterstützung aus öffentlicher Hand. Von einer gelungenen Integration in Gesellschaft und Arbeitsmarkt kann jedenfalls in der breiten Masse nicht die Rede sein. Die Rückmeldungen aus Städten und Gemeinden sind dementsprechend besorgniserregend. Nachdem einige schon im letzten Jahr aufgrund von Überlastung temporäre Aufnahmestopps bei der ADD erwirken mussten, wandte sich vor 2 Wochen der Germersheimer Landrat Prechtl mit einem verzweifelten Appell an den Bundeskanzler und die Ministerpräsidentin. Darin heißt es, ich zitiere, die Unterbringungssituation ist bereits jetzt mehr als kritisch. Die Bereitschaft, Asylbegehrende mit nicht-ukrainischen Staatsangehörigkeiten aufzunehmen, tendiert gleichzeitig gegen Null. Es ist äußerst schwierig bis unmöglich, zusätzlichen Wohnraum für diese Menschen in den Kommunen zu generieren. Zitat Ende. Ich frage Sie direkt, Frau Ministerpräsidentin, wann nehmen Sie diese dramatischen Warnrufe endlich zur Kenntnis? Wie lange wollen Sie noch ignorieren, dass die Belastungsgrenzen in unseren Kommunen längst erreicht sind und auch die Bürger vor Ort keine weiteren Asylmigranten mehr aufnehmen möchten? Wollen Sie ernsthaft bei Ihrer Aussage von Anfang Dezember bleiben, als Sie mit Blick auf die Zuwanderungszahlen erklärten, das Boot bei uns sei leer? Mit Verlaub, Frau Dreyer, das zeugt nicht nur von einer vollständigen Realitätsverweigerung, sondern auch von Rücksichtslosigkeit gegenüber den Bürgern und den kommunalen Verantwortungsträgern unseres Landes. Selbst die Deutsche Polizeigewerkschaft warnt inzwischen vor den negativen Folgen einer ungesteuerten Massenzuwanderung, die nachweislich zu einem erheblichen Anstieg bei Straftaten gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit und die sexuelle Selbstbestimmung beigetragen hat. Allem voran sind hier die grausamen Messermorde zu nennen, von denen wir inzwischen fast täglich in den Zeitungen lesen müssen. Auch die polizeiliche Kriminalstatistik belegt, dass Asylmigranten bei besonders schlimmen Gewalt- und Sexualdelikten gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil weit überrepräsentiert sind. Ich sage Ihnen hier ganz deutlich, meine Damen und Herren, von den Ampelparteien, mit Ihrer Asylpolitik tragen Sie die politische Verantwortung für jede Tat, bei der ein Mensch zum Opfer eines Zuwanderers wird, der nach unseren Gesetzen gar nicht mehr in diesem Land sein durfte. Auch anderswo zeigen sich die nachteiligen Folgen der rot-grünen Einwanderungsagenda. Lehrerverbände berichten von spürbaren Leistungsverlusten an Schulen mit hohem Migrationsanteil. Im Sozialbereich beobachten wir eine zuwanderungsbedingte Kostenexplosion. Der Integrationswille vieler Neuankömmlinge in Gesellschaft und Arbeitsmarkt ist unzureichend. Bezahlbarer Wohnraum wird zur Mangelware. So kann es nicht weitergehen, meine Damen und Herren. Wir brauchen eine Asylwende in Deutschland und in Rheinland-Pfalz. Zumindest langsam setzt sich diese Erkenntnis auch bei führenden Christdemokraten durch. Nach CDU-Chef Friedrich Merz, der im Nachgang der Berliner Silvesternacht das Problem junger Bildungsverweigerer aus Migrantenfamilien mit dem Begriff kleine Paschas klar benannte, kritisierte auch der hessische Ministerpräsident Boris Rhein das sogenannte Chancenaufenthaltsrecht scharf und schloss sich der AfD-Forderung nach einer Rückführungsoffensive für ausreisepflichtige Langzeitgeduldete an. Es ist zu hoffen, dass auch in den Reihen der rheinland-pfälzischen CDU ein Umdenken einsetzt, was die Notwendigkeit einer Neuausrichtung der Asyl- und Zuwanderungspolitik angeht. Die Zeit zum Handeln drängt.
Wenn nicht das Vertrauen der Bürger vollends zerstört und die Folgeschäden für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft irreversibel werden sollen. Mit unserem Antrag unterbreiten wir ein politisches Angebot an all diejenigen, die einen der Humanität verpflichteten, gleichzeitig jedoch realitätsbewussten und verantwortungsvollen Migrationskurs einschlagen möchten, um so Rechtsstaatlichkeit und sozialen Frieden zu bewahren. Rheinland-Pfalz sollte hier eine Vorreiterrolle einnehmen und notwendige Reformen auf Bundesebene anstoßen. Das gilt insbesondere im Hinblick auf einen konsequenten und lückenlosen Grenzschutz, die Bekämpfung des Asylmissbrauchs und eine restriktive Rückführungspolitik, aber auch für gesetzliche Rahmenbedingungen im Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsrecht sowie im Asylbewerberleistungsrecht. Darüber hinaus muss Rheinland-Pfalz im Rahmen seiner Kompetenzen Gegenmaßnahmen zur Eindämmung der Asylzuwanderung ergreifen, um Kommunen und öffentliche Haushalte zu entlasten, Migrationsfehlanreize zu beseitigen und die Arbeit der kommunalen Ausländerbehörden dahingehend zu unterstützen, dass ausreisepflichtige Ausländer schnellstmöglich in ihre Heimatländer zurückgeführt werden. Meine Damen und Herren, ich appelliere an alle bürgerlichen Kräfte dieses Hauses. Helfen Sie mit, den fatalen Asylkurs der Ampelregierungen in Land und Bund zu beenden. Es ist höchste Zeit und es ist notwendiger denn je. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Die Nebelkerzen mit irgendwelchen Straftätern in irgendwelchen anderen Bereichen. Wir werfen Ihnen ja auch nicht vor, dass Sie sich mit Klimaextremisten gemein machen, die Molotow-Cocktails auf Polizisten werfen. Das ist ein Niveau, das in dieser Debatte hier nichts verloren hat. Aber wenn Sie hier uns vorwerfen, Hass und Hetze zu verbreiten, nein, wir arbeiten mit Fakten. Ich nenne Ihnen noch mal ein paar Zahlen. Wir haben mehrfach hier die Überrepräsentation bei bestimmten Gewalttaten durch Asylzuwanderer dargestellt. Das sind harte Fakten aus der polizeilichen Kriminalstatistik. Was den Bereich Sozialsystem anbetrifft. Wir haben im August 2020 von der Landesregierung Antwort auf eine Anfrage bekommen. Demnach sind in Rheinland-Pfalz 41,2% der regelleistungsberechtigten Personen in Rheinland-Pfalz ausländische Staatsbürger. Auch das ist ein hartes Faktum. Bundesweit haben wir eine Quote mittlerweile von 45% Hartz IV oder jetzt Bürgergeldempfänger in dem Bereich der Ausländer. Sie können doch diese Realitäten nicht immer weiter verleugnen. Und das ist unser Vorwurf. Sie verschärfen ja die Lage auch für diejenigen Menschen, die tatsächlich hier bei uns mit Recht Asyl bekommen, indem Sie immer weiter Leute aufnehmen, die eigentlich keinen Anspruch darauf haben, in Deutschland Schutz zu bekommen, weil sie nicht den rechtlichen Bestimmungen unterliegen. Und damit werden sie auch in der Bevölkerung die Akzeptanz für die wirklich Schutzbedürftigen zerstören. Das heißt, sie erweisen ihrem eigenen Anliegen einen Bärendienst. Und dass sie dann uns, die davor warnen und die darauf hinweisen, dass wir hier einen Stimmungsumschwung in der Bevölkerung, aber auch im kommunalen Bereich erleben, dass das nicht gut ist und dass das gefährlich ist, auch für eine humanitäre Flüchtlingspolitik, dann beschimpfen Sie uns und werfen Sie uns Hass und Hetze vor. Kommen Sie mal auf den Boden der Realität zurück, beenden Sie Ihre Vogel-Strauß-Politik und machen Sie eine verantwortungsbewusste und deshalb auch realistische und realitätsbezogene Asyl- und Einwanderungspolitik. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Kollege Streit, es ist schon bemerkenswert, wie Sie es geschafft haben, sich erst massiv von uns zu distanzieren, um anschließend unsere Forderungen hier zu rezipieren, die wir immer wieder erhoben haben. Das, was Sie am Ende gesagt haben mit einer restriktiven Zuwanderung nur für die, die zuwanderungsberechtigt sind oder auch mit Aufnahmeeinrichtungen außerhalb Europas, sind alte Forderungen, die wir seit je hier erhoben haben. Aber das war eigentlich gar nicht der Grund, warum ich mich gemeldet habe. Aber als humanistisch gebildeten Menschen reizt mich natürlich, wenn Sie hier antike Vergleiche heranziehen. Und da gibt es in der antiken Mythologie ja noch ganz andere Dinge, die ich hier für zutreffender halten würde. Nämlich zum Beispiel die trojanische Seherin Kassandra, die ja allgemein bekannt geworden ist. Sie hat damals gewarnt vor dem, was mit dem trojanischen Pferd in die Stadt Troja an Unheil hereinkommt. Man hat sie nicht ernst genommen, man hat sie beschimpft, man hat sie verleumdet. Das Ende ist bekannt. Und auch der Überbringer der schlechten Nachricht in der antiken Mythologie, der dann hingerichtet wird, weil niemand hören will, was passiert ist oder welche Gefahr droht.
Auch dieses Schicksal ist mir eben in den Sinn gekommen. Vielleicht ist das so, dass wir als AfD diejenigen sind, die im Moment warnen und die sagen, es kann so nicht weitergehen. Ich habe es in meiner Rede eben ausgeführt. Und die von allen anderen nicht wahrgenommen, ignoriert und verleumdet wird. Sei es drum, wir werden nicht aufhören zu sagen, wie die Lage ist. Und ich bin ganz optimistisch, wenn ich in die Kommunen schaue und wenn ich zu unseren Bürgern schaue. Ich glaube, da stoßen wir auf sehr viel mehr Verständnis und Zustimmung als in diesem Hause hier. Vielen Dank.